Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Session Star Wars Knights of the Old Republic. Wir waren letzte Folge hier noch in der Enklave der Sandleute drin, hatten jede Menge Sandleute besiegt und jetzt wollen wir weiter auf die Suche nach der Sternkarte gehen. Ich glaube, wir gehen dafür allerdings erstmal jetzt hier raus zum Dünenmeer zurück. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Dünenmeer. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass das Minen sind. Ich gehe mal kurz mal ein bisschen nach da. Ich hoffe, dass Hakada jetzt nicht reinrennt. Checker Markierungsposten. Ich denke mal, hier ist das Ende. Gefahr, kehre um, genau. Da dürfen wir nicht außenrum. Das wird wahrscheinlich die Weltbegrenzung sein. So, dieses dämliche Hin- und Hergerenne. Hier ist ja wirklich in diesem Gebiet gar nichts. Was ist das Gebiet überhaupt? Territorium der Sandleute. Gut, die Sandleute hatten wir ja alle schon besiegt. So. Einmal hier wieder durch die Mitte durch. Und jetzt die Frage, wo müssen wir da überhaupt nochmal hin? Suche nach der Sternenschmiede. Okay, das ist es nicht. Was ist der Kenner? Sternkarte Tatooine, genau. Der Häuptling der Sandleute behauptet, dass du die Sternkarten in einer Höhle im östlichen Dünenmeer findest. Normalerweise lebt in der Höhle ein Kraid-Drache. Okay, östlich. Das heißt doch eigentlich da, ne? Zum östlichen Dünenmeer. Gehen wir doch dahin. Hört sich doch schon mal sehr vielversprechend an. Hier ist wieder überall Checker-Markierung. Ich denke, wir sind da zwischendurch. Ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Sind wieder Sandleute irgendwo? Nö. Hier scheint es ruhig zu sein, hier auf dem Pfad. Zum östlichen Dünenmeer. Wird direkt gespeichert, perfekt. Hier sind noch ein paar Sargtipps. Zu östliches Dünenmeer. Hier soll irgendwo eine Höhle sein. Hier sind wir so ein paar von diesen Viechern hier, die stören uns aber nicht. Dann machen wir wieder unsere typische Route hier und gehen einfach geradeaus. Ist das da eine Höhle da? Sieht mir so ein bisschen aus, ne? Was ist das da? So, das ist bloß ein bisschen Schrott. Weil da sieht es irgendwie nicht so aus, ob da irgendwas ist. Von daher gehe ich mal hier lang. Hier noch über die Markierungsdinge. Keine Ahnung, wo man mit denen jetzt anzeige, obwohl ich mit der Maus komplett woanders bin. Ist auch Komat Fortuna. Ich habe genug von der Warterei, Komat. Wie groß kann der Drache, den ihr gefunden habt, denn schon sein? Ich gehe da jetzt rein. Und jetzt. What? Oh, was war das denn jetzt? Wurde er jetzt gerade vom Drachen gefressen oder was? Gehen wir nochmal zu ihr. Ja, zu ihm. Grüß euch, Mensch. Ich sah einen Ingehäut und war mir klar, dass ich euch nicht sehe. Ihr seht wie ein Jäger aus. Zu euch für die Jagd, wollt ihr mir helfen? Ich habe den Hort einer gefährlichen Bestie entdeckt. Hort des Quaid-Drachen. Wir grüßen Haupt hier von Tatooine. Große Ehre, Jagd auf diese Wesen zu machen, auch wenn wir ungewöhnliche Methoden verwenden müssen. Wenn es so eine Ehre ist, warum wollt ihr denn Hilfe? Eine berechtigte Frage. Das ist ein wichtiger Kampf. Drachenbullen bekommt man nur selten zu Gesicht. Auch dazu so große. Er ist größer als der, der mein Vater vor mehr als 10 Jahren erledigt hat und befindet sich bereits abseits seiner Heimat. Ich schaffe es allein nicht, aber ich werde es versuchen. Warum sollen wir diese prächtige Bestien töten? Der natürliche Kreis auf Tatooine umspannt hunderte von Jahren, aber es gibt Komplikationen, die wir beseitigen müssen. Hier sind diese Komplikationen. Quaid-Drachen fressen Bantas. Gibt es zu wenige Drachen oder zu wenige Bantas, gerät es natürlich gleichgewicht durcheinander. Heute hatten die Siedler Bantas, also haben die Drachen weniger zu fressen. Dieser geht in der Nähe von Engelhardt und hat deshalb eine Gefahr. Ich werde helfen, gib mir mehr Informationen, was ich tun kann.
Wir müssen den Drachen aus seinem Versteck locken und einen Hinterhalt locken. Wenn er in seinem Hort ist, können wir ihn nicht angreifen. Auch nicht mit Blastern. Ich habe unten in einer der Höhle Minen platziert. Wir müssen ihn herauslocken, aber er ist Schlaftrunken so kurz vor dem Ende des Winterschlafs. Es wird schwierig, ihn aufzuwecken. Ein Tier dieser Größe ernährt sich fast ausschließlich von Bantas. Vor allem Jäger, den wir nicht aufpassen. Wir brauchen einen Köder, um ihn aus der Dings zu locken. Hier werden wir die Bantas dorthin locken. Ja, ich hab's. Wir brauchen Banta-Futter. Ich kann mir auch schon vorstellen, wo wir welches finden. Ich hab da jetzt. Sandleute haben Bantas. Also müssen wir Futter haben in der Siedlung. Händler Enko hat auch welches. Er betreibt einen Kiosk im Raumhafen. Wenn ihr Futter findet und die Bantas hierher lockt, legen die Männer die Drachen, wenn er aus der Höhle kommt, zu fressen. Nicht gerade eine Windmühle, aber in der Regel schon sicher. Das klingt einfach. Wo ist denn der Haken? Naja, die Sandleute verehren ihre Bandas als heilige Tiere. Wenn wir ihre Herde weglocken, greifen sie vermutlich an. Wir sind weit weg von schwachen Stämmen und angehört entfernt. Sollte diese dagegen sind stark gefährlich, passt auf euch auf. Sie waren bis jetzt keine Bedrohung für mich. Ich meine vermutlich den Stamm der Jagger Corporation ärgert. Diese Gruppe lebt in der Wüste, sie scheint sehr gefährlich zu sein. Ich hab Futter hier. Gut, ich habe in der Wüste eine Herde gesehen. Treibt sie hierher. Ihr müsst sie mit dem Futter locken, sonst folge ich euch nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde euch in Sandort viel Glück. Wenn ihr zurückkommt, erledigen wir den Drachen. Ich wünschte, die Umstände wären besser, aber das können wir uns nicht mehr aussuchen. Ich hätte gehofft, die Explosion meines Vaters zu wiederholen, aber das muss warten. Gut. Dann gehen wir zurück. Hier sind halt ein paar Bandas. Die müssen wir jetzt ja irgendwie hierher locken. Das Problem ist, ich glaube, ich darf da ja nicht raus. Deswegen speichere ich hier an der Stelle auch lieber nochmal ab. So. Weil das Futter, das haben wir ja eigentlich schon. Ich weiß nicht, was steht denn jetzt hier in unserem Questlog nochmal drin? Sternkarte Tatooine. Du musst dich um die Türchen kümmern, bevor du nach der Sternkarte suchen kannst. Eine Jagd in der Wüste. Nur mit Bantas aus dem Hort locken kann. Du musst die Bantas also mit Banta-Futter in Position bringen. Letztes Mal kommst du uns von den Sandleuten in der Klaue vom Händler im Raum haben. Wir haben genug davon. Das weiß ich. Zumindest wenn ich es finden würde. Hier ist ja hier genau Banta-Futter. Wir haben nur 4 Stück. Ich dachte, wir hätten viel mehr gehabt. Ich weiß nicht, reicht denn 4? Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir denn? Geh mal zu einem dieser Bantas hier. Als sich näherst, wittert der Banta das Futter. So sieht er, die ganze Herde setzt sich in Bewegung. Okay, anscheinend scheint das zu reichen. Oh! Neuer Tagebucheintrag. Die wollen uns mal an den Kragen hier. Die Bandas werden uns natürlich jetzt auch hinterher rennen. Was ist das denn hier? Lasst es uns schnell erledigen. So. Vielleicht müsste ich HK auch mal ein bisschen besser ausrüsten. Hier, nimm das. Weil der mir ja auch ständig drauf geht. Jetzt gerade überlebt er zwar sehr gut. Ich muss sagen, wir haben schon ewig lange nicht mehr gecheatet. Das hat persönlich, also so jetzt, ohne Probleme bisher funktioniert. Seit Jahres. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, wir müssen das viel öfter machen. Lasst es uns schnell erledigen. Beendigung benötigt. Ihr könnt weg. Nicht gewinnen. Wie viel sind denn das? Vor allem die sind hier einfach nur Nerven, diese Sorte hier. Mal kurz dann, dann können wir uns zumindest erstmal nicht mehr blocken. Vielleicht sollte ich das sogar öfter machen mit dem Stun. Das hilft eh nicht. Wie kann ein Gegner bitte verfehlen, wenn der gestunt ist? Verstehe mir nicht, wie sowas gehen kann. Ich kann auch keinen Gegner verfehlen, wenn der gestunt ist. Jetzt hat nicht geholfen mit dem Gestunnel. Wir werden sehen, dass es jetzt nicht so viel bringt. Aber immerhin, ja, ein Stück war die fix. Dem geht's sogar noch, weil der nicht so schlimm ist. Alles klar. Ich gehe mal das HK mal nehmen und mal ausrüsten, gucken, was der so als Ausrüstungszeug hat. Ja, wie ich mir gedacht habe, fast gar nichts. Ist nichts. Flammenwerfer. Ach, der kann das nehmen. Gib ich ihm das einfach mal. Typ 2, natürlich. 9 Energieschild, so. Nur 2. Boah, der Slot haben wir auch noch. Nur der Slot fehlt uns hier. Sonst haben wir ja alles. Okay,
Okay, speichern wir mal ab. Dann holen wir nochmal die Bantas her. Sie uns auch wirklich folgen. Kommt, ihr kleinen Bantas, kommt. Kommt. Oder der großen Bantas besser gesagt. Klein sind sie ja nicht. Achuta. Unga kun bist du. Achuta. Gute Arbeit, kommt. Unterhalten wir uns. Objekte verloren. Gut, das Bantafutter habe ich jetzt natürlich wie die Viecher hier. Schnell, es geht gleich los, die Bantas in Position werden die Leute bald wecken. Hoffentlich funktionieren die Minen. Macht euch keine Sorgen, ich bin bereit. Warte, was ist das für ein Geräusch? Oh Mann, er muss riesig sein. Oh. Ja. Der ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Ich dachte schon, das hätte jetzt nicht funktioniert. Es ist vollbracht, die Beste ist tot. Es ist schade, dass ich ihnen keinen Endkampf bieten konnte, aber ich werde ihn nie vergessen. Ich danke euch für eure Hilfe, Mensch. Ihr habt euch euren Anteil am Sieg redlich verdient. Danke, wir haben getan, was getan werden musste. Leider ja, ich hoffe nur, es gab noch höhere Ziele bei dieser Jagd. Ihr solltet nicht nur um Beute willen jagen, recht um der Sand bleibt. Ich danke euch für eure Hilfe, ihr Mensch. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen. Ja, da bin ich mir auch auf jeden Fall sicher. Neuer Tagebucheintrag, Erfahrungspunkte erhalten und Objekte erhalten. Ich kann ja auch noch ein bisschen Überreste uns rausprügeln, wenn wir ein bisschen draufballern. Oder auch nicht. Hä? Was war das hier jetzt gerade? Hä? Habe ich jetzt Überreste bekommen oder nicht? Na gut. Durchgekauter Mensch ist hier sogar noch. Gut, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ober des Jedi-Meisters. Blastergewehr. Hier ist noch ein bisschen Geröll. Kann auf jeden Fall immer alles gebrauchen. Ein violetter Kristall. Ja gut, das nehmen wir natürlich mehr gerne mit. Und hier scheint die Karte zu sein. Die Sternkarte. Opila-Kristall. Durchgekauter Twi'lek. Was hat der dabei? Okay, was? Nervenstärker? Was sollte das sein? Hört sich irgendwie an wie so ein Getränk aus der Fernsehwerbung. Okay. Aussage. Ich wage zu behaupten, dass wir die gesuchte Sternenkarte gefunden haben. Es überrascht mich, dass sie nach all den Jahren noch funktioniert. Ich denke, es war kein Zufall, dass wir die Sternenkarte im Hort eines Krayt-Drachen gefunden haben. Die Sternenkarte ist ein Artefakt der dunklen Seite. Möglicherweise hat sie den Krayt-Drachen angelockt und versklavt. Kommt, wir sollten jetzt gehen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Jawohl, wir haben also die Sternenkarte. Gucke ich mir mal kurz an, dass ich noch ein Thumbnail habe. So. Sollte genügen für ein Thumbnail. Gut, ich nehme das Thumbnail wahrscheinlich sowieso aus der Videosequenz. Gut, dann gucken wir uns das hier nochmal ganz um. Du hast im Dünenmeer von Tatooine eine der verschollenen Sternkarten entdeckt. Sie ist ein weiterer Teil des Puzzles, aber noch ist deine Karte unvollständig. Wenn du die Sternschmiede finden möchtest, brauchst du alle Karten. Gut. Gut, das Subrennen, das wollte ich jetzt, brauche ich jetzt glaube ich nicht mehr machen. Das könnte ich sogar nochmal machen, ne? Aber das Subrennen nochmal machen? Komm, das machen wir nochmal. Komm, das machen wir nochmal. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Höhle des Krayt-Drachen? Jetzt muss ich auch noch hinlaufen, eh. Scheiße. Speichern wir der Stelle aber nochmal ab. So, das kann jetzt ein bisschen dauern mit dem Gelaufe. Ich glaube, mehr gibt es hier in dem Gebiet auch nicht, ne? Nee. Zumindest glaube ich nicht, dass hier noch mehr ist. So, hier schön an der Weltgrenze vorbei. Ich weiß gar nicht, ob da schon was passiert, wenn ich da schon auf der falschen Seite vorbeigehe, sag ich jetzt mal. Und man dann auch schon irgendwie stirbt oder sowas. Ich will es jetzt ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren. Ich meine, wir haben zwar eh gespeichert, aber ich sag mal so, wir müssen eigentlich auch mehr Risiken eingehen, als wir sowieso schon tun.
potenziellen Ausgang finden. Ist das dieser hier? Ja, hier ist es. Zum Dünenmeer. So, ich gehe auch nochmal ganz mal da noch ein bisschen lang, dass wir zumindest noch hier ein bisschen die Karte aufdecken. Wenn wir schon hier sind. Und dann geht es auch schon zum nächsten Planet. Ich weiß gar nicht, welcher der nächste überhaupt war. Ich glaube, Manan kam als letztes dran. Oder was Korriban? Ich weiß nicht mehr genau. Also entweder wir nehmen jetzt Korriban oder Manan. Ob danach noch was kommt. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, das große Ziel des Spiels. Dass wir die Sternkarten hier zusammenkriegen und dann halt, ja, damit dann halt diese Sternschmiede finden. Ich speichere auch an der Stelle nochmal ab. Ich glaube, so wird die ganze relativ genau gesetzt, dass man auch bloß nicht so weit rausrennt. Soll ich sagen, machen wir noch einmal, versuchen wir nochmal das Hubrennen zu machen. Ich muss ja diese komischen Gutscheine doch auch irgendwie eintauschen können. Das muss ich ja wahrscheinlich bei dem Händler da machen, der da ja noch stand. Glaube ich zumindest. Ich habe es ja noch nie gesehen, dass man bei dem Händler hier auch was verkaufen kann. So, rein da. Wurde auch automatisch gespeichert, perfekt. Dann heißt das schon mal, dass wir hier durch können. Jetzt muss ich nur kurz rausfinden, wo das nochmal war. Ich glaube, das war hier unten, ne? Nee. Hier unten war es. Da war es, da hinten. Okay. Man hätten ja sowieso hierher laufen müssen. Weil ja der Transporter sowieso nicht funktioniert hat. Sei denn wahrscheinlich, wenn ich im Dünenmeer wieder war, wahrscheinlich jetzt da wieder funktioniert. Ich verstehe sowieso nicht, warum das in manchen Gebieten nicht funktioniert. So, hier rein. Subregistrierung, genau. Einmal machen wir das noch. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann lassen wir es sein. So, mal was gucken. Verkauft er mir hier auch irgendwas? Okay, warte, wo ist denn... Gibt es irgendwie einen Händler oder sowas, bei dem ich noch was kaufen kann? Ja, ja, warum denkt ihr, wenn ich zu wissen... Tut mir leid, um mein Scherz. Ja, geh weg. Das interessiert mich jetzt nämlich gerade gar nicht, der Typ hier. Dunkle Seite, Punkte halten. Ja, ich weiß. Ich will einfach nur ganz kurz schauen, ob ich noch irgendwas verkaufen kann. Ich habe wenig Zeit. Ja, ja, ich stehe mit Zeit. Würde ich Fragen über das Rennen stellen? Nee. Okay, ich will einfach nur aufhören hier zu reden. Ich muss gehen, Lip wohl, ja. So. Ah, du bist jetzt, willst du Farmer-Geschäfte machen? Verpflichtung der Piloten. Und? Talent. Klingt so, als hättet ihr einen guten an der Angel. Ja, habe ich gerade gesagt. Und wobei sollen wir nun helfen? Ja. Na gut, ich will eigentlich eher zum... Komme später wieder. Ich will eigentlich jetzt bloß so ein Dings machen. Ich will jetzt gar keine Quest mehr annehmen. Zubrennen. Ich will einfach nur ein Rennen fahren. Das hatten wir ja schon. 100 Credits bezahlen. Zack. So, einmal können wir das, glaube ich, noch machen. Danach lassen wir es sein. So. Reicht das? Nee. Oder? Doch. Du hast die Bahnrekord gewonnen und in der dritten Klasse gewonnen. 80 Rennen lang gemacht. Weiße Piloten haben keine Chance gegen dich. Okay, komm später wieder. So eine Profis. Die Frage ist, wo kann ich die Dinge jetzt einlösen? Zum Pilot? Ich glaube, ich muss nochmal irgendwo zu einem Händler gehen oder sowas, um die Dinge auch einlösen zu können. Ihr seid das, habt ihr so ein Waffes geschlagen, bekomme ich ein Autoprint. Was? Mein Autoprint? Das ist euer Ernst?
Sicher, ihr seid schnell, weil Menschen, sobald die Rennen wieder regelmäßig stattfinden, werdet ihr berühmt. Naja, vielleicht. Wenn ihr erstmal Champion seid, würde ich sagen können, dass ich euch schon gesehen habe, als euch keiner kannte. Wie wäre das? Sicher, warum nicht? Nur zu. Wirklich, jetzt ist großartig, ihr werdet Lieblingsfan. Ein Kloten verkaufen Autoprints, aber das ist unverschämt. Ihr legt einfach eure Hand auf dieses Pad. Danke nochmal, ihr seid echt klasse Mensch. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler, ne? Okay, schön. Wo kann ich jetzt den Scheiß hier eintauschen? Jägergilde, Checkerbüro. Ich versuch's nochmal im Checkerbüro, ob wir da vielleicht die Dinger einlösen können. Schwer ein Gespräch. Würfel seid die Störer, Mensch. Mein Name ist Sinni weg. Ich glaube, ihr habt dieses Datenpad verloren. Ich wollte es euch nur zurückbringen. Ich habe nichts verloren. Doch ganz sicher, Mensch. Bedient das Datenpad. Es gehört euch, wirklich. Danke. Gern geschehen, Mensch. Ihr solltet wissen, dass es noch intakt ist. Wiedersehen. Hä? Wo brauchen wir jetzt bitte ein Datenpad? Von dem, wo bin ich jetzt? Okay, ich brauche jetzt erstmal irgendwo einen Händler hier. Händler. Die Kiste hatten, glaube ich, schon. Glaube ich zumindest. Normaler Zugfahrer, was? Ich weiß nicht, ob ich die einzigen Vorteile habe, die Leute, die benötigen, Selbstmord zu begehen. Hauptsache für normale Stärkervorräte. Kann ich auch was verkaufen irgendwie? Verkaufsliste, genau. Oh, das ist das Gesuche hier. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger hießen. Datenpad. Hier Rennbond. $60, genau. Die Dinge verkauft man. Kann ich auch gleich alle verkaufen? Euer Ernst? Und vor allem, warum sind die zweimal gestackt? Weil ich nur auf 99 stacken kann, ne? Bestimmt. Dass ich die alle verkaufen kann, ist aber auch doof. Aber zumindest haben wir jetzt mal ordentlich Kohle hier gemacht. Haben sich die 100 Credits pro Rennen auf jeden Fall gelohnt. So, können wir auch alles wegwerfen hier. Okay. Ist noch irgendwas, was wir wegwerfen können? Die ganzen Sachen, weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Ich lasse einfach mal da. So. Passt jetzt auf jeden Fall erstmal. Kann ich von hier aus auf mein Schiff? Ja. Dann gehen wir mal wieder aufs Schiff. Speichern nochmal ab. Und dann ab aufs Schiff. Alles klar, Freunde, ich würde sagen, wir gehen. Ja. Streicheln. Versuchen wir das hier nochmal. Wir gehen nach Manan. Ziemlich zufrieden. Gib ihn auf. Dann streichen wir ihn eben doch mal. Ich weiß echt nicht, was man hier so machen muss. Spielen? Schaut neulich an und schnurrt. Ich kann ihn ja nicht umbringen, das ist doch auch dumm. Na, lassen wir es wieder. Ja, was soll ich denn sonst mit dem machen? Soll ich den umbringen oder was? Was anderes gibt's da nicht. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen. Dafür kannst du einfach jetzt in die Mitte klicken. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.